Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Das ist jetzt meine neue Vlogging-Cam. Ich werde heute mal ein bisschen Neues ausprobieren. Und ich begrüße euch ganz herzlich. Es ist richtig heiß hier in Berlin. Vielleicht sieht man es, aber ne, ich bin dermaßen am Schwitzen. Die Kleine ist da hinten. Da. Und mag es derzeit sehr gerne gewippt zu werden. Also mal sehen, also sie schläft jetzt gerade nicht ein, aber wir wollen jetzt gleich rausgehen. Ich habe noch ein Paket abzugeben und wir wollen so ein bisschen abhängen zusammen heute einen schönen Tag zu dritt. Und dann nur abholen. Und ja, sofern es nicht zu heiß wird, also ich weiß noch nicht, es ist richtig heiß und wir wohnen in einem Altbau. Ich schwitze. Fertig gegessen und mir ist auch wieder so aufgefallen, dass ich so schlecht mich ernähre in letzter Zeit, weil alles immer so schnell gehen muss. Und also so Pommes, Kartoffel, Brot und so esse ich immer zum Abendessen in letzter Zeit. Aber ich möchte jetzt ein bisschen mehr. Wohin gehst du? Achso, mehr darauf achten. Noah und Naila muss es immer so schnell gehen und da greife ich meistens immer auf so Kartoffelecken zurück, die ich natürlich selber mache. Aber also Gemüse kommt echt zu kurz, weil Noah auch gerade echt nicht gut isst, muss man sagen. Er mochte mal Brokkoli, jetzt haben wir wieder eine Phase, wo er keinen Brokkoli mag, aber dafür mag er Erbsen. Aber es kann ja nicht jeden Tag Tiefkühlerbsen geben. Und die Kleine liegt jetzt auch wieder in ihrem Kinderwagen, wo sie natürlich nicht zur Ruhe kommt, aber so zum Launchen ist das ganz okay. Ich zeige euch das mal. Hier ist eine kleine Lama-Party. Ist das nicht süß mit so einem Kaktus? Aus. Ich habe mir jetzt ein Purple Litchi Tee geholt. Keine Ahnung, was das ist, aber mal gucken. Der Laden sieht auf jeden Fall mega cool aus. Das ist so ein Bubble Tea, aber mit Yakult Lemon, also nichts mit Koffein. Was mir nicht so gut gefällt, ist halt das Packaging, ja, und Plastik. Das hätten die vielleicht mal anders lösen sollen. Hier in so einem Berliner Mitteladen, da muss man schon auf sowas achten, finde ich. Generell muss man darauf achten. Jetzt nicht nur in Berlin Mitte, sondern generell, aber das ist jetzt so untypisch für Berlin Mitte, finde ich jetzt. Es ist zu heiß. Leute, es ist zu heiß. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier draußen bin. Ich muss auch die Kleine jetzt mal stillen wieder. Ich wünschte, du kleine Maus, würdest du mal endlich in diesem Kinderwagen drin liegen bleiben. Immer nur zum Windel wechseln. Oder zum Lama gucken. Gesundheit! Gesundheit! Naila muss jetzt noch ein kleines Nickerchen machen. Dann kann ich nämlich Abendbrot machen. Und danach wacht sie irgendwann auf und dann geht es auch schon los mit der Abendroutine. Aber so sieht es halt aus, ne? So muss sie irgendwie einschlafen. Der Föhn läuft auch schon im Hintergrund. Mal sehen, wie lange das jetzt hier noch geht. Guten Morgen. Wo ist meine Stimme hin? Ja, wir haben den nächsten Morgen und heute geht es für mich, wie ihr vielleicht schon am Sport-BH sehen könnt, zum Sport, zum Rückbildungssport. Und ich bin jetzt aufgeregt und ich hoffe, ich kann auch ein bisschen filmen und euch das ein bisschen zeigen, weil es wird ein Programm sein von
2 Stunden. Ich habe die Kleine gerade gestillt und ja, ich gehe jetzt gleich los. Drückt mir die Daumen. Ja, und ich habe einfach nur meine H&M-Hose oder Leggings an, ein Sportbuch und ein lockeres T-Shirt, damit ich hier ordentlich schwitzen kann. Und ja, ich bin gespannt. Eine Freundin von mir war schon mal da und meinte, das ist ein richtig toughes Programm. Ich habe gut gefrühstückt, also ich habe 2 Brote mit Erdnussbutter gegessen und Haferflocken. Ich hoffe, das reicht. Achso, ich wollte noch meinen Mozzarella-Salat gleich essen. Das mache ich jetzt und dann gehe ich los. Da bin ich wieder. Das war jetzt ein super anstrengender Sportkurs. Der hat mich so ein bisschen an die Gymnastikzeit aus den 90ern erinnert. Und die Lehrerin hatte auch einfach mal so ein Sportprogramm aufgesetzt, wie so eine Art Stepper. Also man hat so ein bisschen rumgesteppt. Also ich kenne das doch aus meinem Fitnessstudio, Stepkurs. Da fehlte echt nur noch so ein Schweißstirnband, weil im Hintergrund lief schon Bravo Hits 90. Also das war schon sehr witzig. Also sie ist eigentlich ganz cool und witzig drauf. Ich habe auch geschwitzt. Also ich bin super motiviert dieses Mal, mein After-Baby-Body in den Griff zu bekommen. Bei Noah war ich überhaupt nicht motiviert. Da war ja alles noch so neu und nach 9 Wochen war ich überhaupt noch gar nicht so wirklich eingespielt. Dieses Mal sieht sehr anders aus und ich habe gerade auf mein Handy geguckt. Ich war jetzt 2 Stunden, 2,5 Stunden nicht da. Und Naila schläft einfach die ganze Zeit. Und André hat das perfekt im Griff mit beiden Kindern. Wir haben nämlich jetzt Samstag. Und er ist mit beiden Kindern alleine zu Hause. Also ich finde das schon mega gut, wie er das jetzt gerade hinbekommt. Also kein Eskaladen. Das ist auch in der Nähe von uns. Und ich habe auch gesagt, wenn was ist, dann komm sofort dahin. Ich habe ihm einen Standort geschickt. Aber er hat sich bisher nur einmal kurz gemeldet. Sie schläft die ganze Zeit. Wir kriegen das schon hin. Ich bin mega happy darüber. Und ja, der Sportkurs war auch mega gut. Ich werde jetzt die nächsten 5 Wochen hier hinkommen. Mal sehen, was das Ergebnis davon wird. Ich versuche vielleicht noch ein bisschen andere Sportarten zu integrieren. Mal sehen, wie ich das zeitlich schaffe. Also dieses Mal ohne Baby fand ich richtig gut. Mit Noah hatte ich einen Kurs mit Baby. Da haben wir ja Pille-Palle-Rückbildung gemacht. Also es war jetzt überhaupt nicht anstrengend. Und mit Baby ist ja auch immer so, dass man total abgelenkt ist. Ne? Vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Macht mal hier bei der Umfrage mit, ob ihr einen Rückbildungskurs mit Baby oder ohne Baby gemacht habt. Also ich finde ohne Baby deutlich besser und effektiver. Könnt ihr euch ja vorstellen, ne? Was ich euch aber eigentlich noch erzählen wollte ist, ich habe einen Podcast mir angehört. Ich höre mir jetzt mal abends Podcasts an. Vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr abends im Bett liegt mit euren Kindern und die so unruhig schlafen und ihr denkt, okay, gleich wacht er auf, aber irgendwie wacht er doch nicht auf. Ja, dann höre ich mir Podcasts an mit Ohrstöpseln. Ich habe mir einen Podcast von der AOK Baden-Württemberg angehört. Der nennt sich Wickelstammtisch. Und in der einen bestimmten Folge sprechen die auch über After-Baby-Body und gesund ernähren mit Baby, wie schwer das doch ist. Also ich sehe das genauso. Es ist super schwer, sich gesund mit Baby zu ernähren, hatte ich ja gestern schon gesagt. Aber es ist auch super interessant, deren Sichtweise mal zu hören und wie sie darüber diskutieren. Es gibt auch noch andere Folgen vom Wickelstammtisch, zum Beispiel das Chaos mit Baby zu Beginn. Also das, was ich auch thematisiert hatte in einer meiner letzten Videos, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, es scheint alles doch sehr normal zu sein, wie es hier so läuft. Da ist man doch nicht die Einzige, wie man manchmal so denkt. Und ja, wenn ihr Lust auf diese Podcast-Serie habt, ich verlinke sie euch. Da könnt ihr die auch kostenlos abonnieren. Ich habe mir das jetzt auf YouTube angehört. Könnt ihr aber auch auf Spotify oder sonst wo. Ich verlinke euch mal alle Links unten. Und hört auf jeden Fall mal rein. Ich finde es super interessant und greift auch wirklich alle Themen auf. Vor der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft mit Baby die erste Zeit. Sowie auch das Liebesleben. Auch ein Thema für sich, ne? Dazu will ich aber jetzt nichts sagen. Ja, ich nutze ja diverse Bestellservices, um nicht zwingend einkaufen gehen zu müssen. Also werde ich jetzt gleich mal kochen. Ich sage, bis gleich.
Okay, Planänderung. Wir sind doch jetzt unterwegs draußen mit dem Kinderwagen, denn die Maus hat ja jetzt 2,5 Stunden geschlafen und ist wach. Das heißt, ich habe sie jetzt mal hier reingelegt, aber sie mag diesen wackeligen Boden nicht. Überhaupt nicht. Mal sehen, wie lange wir das hier aushalten. Wir sind auch noch mit dem anderen Kinderwagen unterwegs, weil der Onkel zu Besuch ist. Und die sind schon über alle Berge weit weg. Nur wir sind immer die langsamen kleine Maus. So, jetzt sind wir mitten in der Sonne. Not so nice. Schnell, schnell weiter zum Schatten. Das kriegen wir hin, oder? Weiter geht's. Guten Appetit. So, jetzt habe ich erstmal frisch geduscht und da wir ja heute Mittag schon draußen essen waren, wollte ich jetzt auf jeden Fall, okay, ist das störend? Ja, wollte ich auf jeden Fall heute Abend was kochen. Ich wollte euch was Gesundes zeigen, was ich auf die Schnelle koche. Das geht aber nur, wenn die Kleine schläft und André zu Hause ist eigentlich, damit nur gespaßt wird. Also momentan ist es echt schwierig mit Noah und Nyla, aber ich gebe immer mein Bestes und wenn es nicht funktioniert und ich keine Zeit habe zu kochen, dann gibt es Brot mit ein paar Gemüsesticks und Wurst Frischkäse oder so ein kleines Süppchen. Buchstabensuppe geht übrigens immer bei Kindern, ne? Und ja, Reis geht bei Noah sowieso immer, also auf geht's. Also ich benutze eigentlich nur diese Inhalte. Wir haben nämlich noch ein bisschen Kokosmilch über. Und was richtig gut schmeckt, ist Kokosmilch mit Reis. Also wenn ihr Reis habt und Kokosmilch über habt, gibt das einen ganz, ganz leckeren Kokosreis. Wirklich sehr lecker, sehr ölig. Und dazu kann man auch immer gut Böhnchen essen, Noah isst auch gerne Bohnen. Champignons, Zwiebeln und Möhre. Das sind auch die Gemüsesorten, die André isst. Der ist ja sehr picky, sonst würde ich da viel mehr experimentieren. Leider ist das nicht möglich. Vielleicht packe ich noch ein bisschen davon rein. Frühlingszwiebel. Mal sehen, die mag André nicht so gerne und Noah auch nicht. Naja, für André dann ein bisschen Chili, für mich nicht. Und dann habe ich hier noch einen Curry über. Von einem Essenslieferanten, also gelbes Curry, Currypaste. Das werde ich dann damit vermengen. Kann ich euch ja jetzt zeigen, solange die Kleine hier drin ruhig schläft, kann ich jetzt in Ruhe kochen. Okay, also hier sieht es echt crazy aus. Dieser Tisch muss hier raus. Wir haben jetzt eine Kuschelecke da drüben. Die Küche steht einfach hier so quer, kreuz und quer. Und ach so, André, ich wollte kurz dich bitten, wenn du hier fertig in der Luft geboxt hast, ob du Noahs Regal mal kurz unter sein Bett packen kannst, um zu gucken, wie das aussieht. Welches Regal? Na, das hier. Also André, wenn das nicht optisch darunter passt, würde ich das einfach jetzt mal an die Wand dran bohren. Ja, ich mache erstmal deine Windel. Damit er rankommt? Ja, ein bisschen tiefer vielleicht. Süßi. Ich habe eine Haarklammer gefunden, von wem auch immer die sein mag. Aber an deinen Haaren sieht sie auch super aus, aber sie reißen sich auch mal. Tada, Noah, ist das nicht schön? Ja. Ja. Wir haben hier Magneten, Memory, Puzzle, Stifte,
anderes Bastelzeug. Und da könnten wir noch unsere Knete reintun. Knete 1 und Knete 2. So. Und hier sind noch ein paar Bastelbücher, Magnetbücher, Spiele und Zettelchen. Also, Coloring-Set. Dein Sand? Aber dein Sand bleibt nur hier drin, weißt du, ne? Ja. Vom Lego, genau. Ich lasse das mal hier oben, dann kannst du hier weiter ein bisschen mit Sand spielen. Aber nur hier auf dem Tisch, ja? Ja. Guten Appetit, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Und André, ja, die Maus trinkt gerade, deswegen kann ich jetzt hier nur mit einer Hand essen. Und wir lassen uns das jetzt schmecken. Und für alle Infos zum Rezept, schaut mal in die Infobox. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns das nächste Mal. Wir werden jetzt hier hoffentlich in Ruhe zusammen essen können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.